Hey Leute, freut mich, dass ihr wieder dabei seid hier bei MoWatch. Mein Name ist Peter und ich war shoppen und zwar war ich im Holzkernstore shoppen. Ich habe mir dort die teuerste Uhr geholt, die Holzkern anbietet und wir werden uns jetzt mal gemeinsam ansehen, ob diese Uhr auch was taugt. Ja, genau genommen handelt es sich hier um das Modell Snowmelt, hier mit dem Marmorziffernblatt und einem verbauten Hybridwerk. Und ja, auf den ersten Blick schaut dieses Modell auch ganz nett aus, aber ob es auch auf den zweiten Blick sein Geld wert ist, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Deshalb würde ich sagen, los geht's. Ja, wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme und das werde ich auch in diesem Video nicht machen. Ich verrate euch jetzt meine ehrliche, aber auch subjektive Meinung zu dieser Uhr. Ja, lass uns bei der Box beginnen. Grundsätzlich eine schöne Idee, dass eine Holzkern in eine Holzbox kommt. Ich finde, das sollte auch so sein. Die Box ist halt an manchen Stellen einfach nicht sauber verarbeitet. Wer hier eine ganz hochwertige, edle Holzbox erwartet, der wird wahrscheinlich enttäuscht sein. An manchen Stellen franzt das Holz aus, die Scharniere sind nicht sauber eingeschraubt und ja, auch das Holz ist teilweise hier einfach nicht sauber ausgefräst, die Kanten sind scharf und manchmal lässt sich die Box auch nur schwer öffnen. Ja, vielleicht erwarte ich mir hier für 800 Euro einfach zu viel und vielleicht hat ja Holzkern auch das Geld nicht in die Box gesteckt, sondern in die Uhr. Das werden wir jetzt auf jeden Fall als nächstes rausfinden. Auf der Deckelunterseite steht Be Proud to be Unique. Und ja, auf jeden Fall unique ist bei dieser Uhr das Ziffernblatt. Das Ziffernblatt ist aus einem echten Marmor geschliffen und hat natürlich eine individuelle Maserung. Somit sieht jede Uhr naturgemäß anders aus und das ist schon etwas ganz Besonderes. Auch sehen lassen kann sich die Lünette. Die Lünette besteht aus einem Holzinlay. Genau genommen haben wir hier eingefärbten Ahorn. Und was ich besonders finde, ist, dass links und rechts jeweils zwei Schrauben eingeschraubt sind. Das macht einen sportlichen Eindruck und gefällt mir wirklich besonders gut. Geschützt ist dieses Holzinlay durch eine Harzschicht. Holzkern nennt das die Hydrodev-Technologie, was die Uhr in diesem Fall bis zu 100 Meter wasserdicht macht. Das Ziffernblatt ist durch ein hochwertiges Saphirglas geschützt und insgesamt hat das Gehäuse einen Durchmesser von 42 mm. Die Gehäusehöhe beträgt schlanke 11,5 mm und insgesamt bietet das Edelstahlgehäuse einen wirklich schnittigen und modernen Look. Auch zu erwähnen ist, dass die Zeiger und die Indizes mit Leuchtmasse ausgestattet sind. Allerdings dürfte es sich nicht um Superluminova handeln, denn die Leuchtmasse leuchtet nicht besonders hell und auch nicht lange. Und ja, hier auf den Bildern in Blau zu sehen, in Wirklichkeit ist die Leuchtmasse aber grün. Das Ziffernblatt bietet auch eine Datumsanzeige, allerdings ist das Datumsfenster ja schon fast unverschämt klein und hält man die Uhr nur einen halben Meter von den Augen weg, so kann man das Datum eigentlich gar nicht mehr ablesen. Das ist wirklich ärgerlich und ich würde mir wünschen, dass das Datumsfenster einfach größer ist. Ein weiterer Punkt, der mich an dieser Uhr stört, ist, dass die Uhr als Automatikuhr verkauft wird. Allerdings verrät der tickende Zeiger schon, dass es sich hier um kein reines Automatikwerk handeln kann. Genau genommen schlägt im Herzen ein Hybrid-Quarzwerk und ja, der tickende Zeiger, der macht mich irgendwie nervös und auch, dass er die Striche der Minuterie nicht genau trifft, wie du hier schön sehen kannst, das macht einfach keinen hochwertigen Eindruck und ja, insgesamt vermittelt das keine Eleganz und in dieser Preisklasse erwarte ich mir auch hier einfach mehr. Stichwort tickender Zeiger. Unter dem Glasboden kann man sehen, dass in der teuersten Uhr von Holzkern ein Hybrid-Quarzwerk verbaut ist. Genau genommen handelt es sich um das PX82A von Epson. Bei diesem Werk dreht sich bei Bewegung die Schwungmasse und dadurch wird der Akku aufgeladen. Der Vorteil ist, dass, wenn der Akku voll aufgeladen ist, man hier eine Gangreserve von bis zu 6 Monaten hat. Der Nachteil, der Akku ist ein Verschleißteil und muss nach ein paar Jahren ausgetauscht werden.
werden. Ein weiterer Kritikpunkt an diesem Werk ist auch, dass man das Uhrwerk nicht manuell aufziehen kann. Man kann das Uhrwerk also nicht wie üblich über die Krone aufziehen, es besitzt kein Federhaus und somit muss man zuerst mal die Uhr ein wenig hin und her schwingen, bis sie überhaupt anfängt zu laufen. Alles in allem ist dieses Werk einfach nicht sexy. Und wenn ich durch den Glasboden schaue, dann würde ich mir ein schöneres Werk wünschen. Auch die Akkuanzeige ist ziemlich kompliziert gelöst. Und wenn du dich jetzt fragst, wo hat diese Uhr eine Akkuanzeige, dann schau mal bei 2 Uhr, hier findest du einen Drücker. Je nachdem, wie weit der Sekundenzeiger bei Betätigung springt, zeigt es einem die noch vorhandene Akkukapazität an. Beispielsweise springt der Sekundenzeiger 5 Sekunden nach vorne, dann hat man noch mehr als einen Tag Akku. Springt der Sekundenzeiger 10 Sekunden nach vorne, dann sind es noch 7 Tage Akkukapazität. Ja, dazu gibt es also dann eine Tabelle und diese Tabelle muss man immer im Kopf haben. Insgesamt ist dieses ganze System also nicht besonders elegant gelöst und mich stört auch ehrlich gesagt der Drücker bei 2 Uhr, denn er macht so ein wenig das Gesamtbild der Uhr kaputt. Das Ganze ist aber nur meine persönliche Meinung und vielleicht findest du ja das Uhrwerk sogar ziemlich cool. Lass es mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen und an dieser Stelle würden wir uns natürlich auch über dein Abo freuen. Ja, genug vom Uhrwerk, meine Meinung dazu kennt ihr ja nun. Ich möchte jetzt noch ein paar Worte zum Armband sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei den günstigen Uhren, wenn man die Uhr so schüttelt, dann hat man da so die typische Klapperschlange und ja, leider hat man das hier auch. Die Glieder sind gestiftet und leider teilweise einfach nicht sauber verarbeitet. Bei einem Preis, wie gesagt, von 800 Euro sollte da schon eine höhere Qualität geliefert werden. Bei der Schließe erhält man hier die typische Seiko-Schließe mit Sicherheitsbügel. Ja, ist nichts Besonderes, die Schließe macht aber, was sie soll. Kommen wir zum Schluss noch zu meinem größten Kritikpunkt. Bei der Marke Holzkern denkt man an Natur, an Holz, an Nachhaltigkeit und auch auf der Verpackung steht Proud to be Unique. Das Sicherheits- oder das Echtheitszertifikat ist aus Holz, die Verpackung ist aus Holz und dann ist die Uhr komplett in Plastik eingewickelt. Auch das Kürzungstool für das Armband ist in einen Plastikbeutel eingewickelt. Was mich aber am meisten gestört hat, ist, dass die zusätzlichen Glieder zwar in einer Papierverpackung sind und auf der Verpackung steht, hier findest du das Zubehör für dein Stück Natur und dann öffnet man diese Verpackung und man bekommt ein Stück Plastik in die Hand. Ja, und dann frage ich mich, auf welchem Plastikbaum wächst dieses Stück Natur? Nein, jetzt im Ernst, Holzkern, warum macht man das? Warum wickelt man die Glieder in Plastik, steckt sie in einen Plastikbeutel und tut sie dann in einen Papierbeutel? Ich verstehe das Ganze nicht, aber ja. Und wenn man das Ganze dann so sieht, hat das wirklich einen faden Beigeschmack. Hier würde ich mir wirklich wünschen, dass man den ganzen Kunststoff einfach weglässt, denn das würde das Gesamtpaket deutlich runder und vor allem nachhaltiger aussehen lassen. Zum Schluss noch mein kurzes Fazit. Wenn dir diese Uhr gefällt, wenn dir die Optik gefällt, das Marmorziffernblatt und die schöne Holzlünette, dann kannst du dir diese Uhr kaufen. Natürlich, für 800 Euro würde ich mir als Uhrenenthusiast deutlich, deutlich mehr erwarten. Ich mag das Uhrwerk nicht und auch das Armband ist zum Teil nicht sauber verarbeitet. Aber wenn du über das Ganze hinwegsehen kannst, dann findest du unten in der Videobeschreibung den Link zur Uhr. Und ansonsten noch zum Schluss würden wir uns natürlich über dein Abo freuen. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video.